Mein Name ist Dr. Christian Schulze. Gemeinsam mit Frau Dr. Wagner führen wir hier die Praxis Dr. Wagner und Dr. Schulze in Winterburg. Wir sind eine hausärztlich-internistische Praxis mit den weiteren Schwerpunkten der Sportmedizin, Chirotherapie und Reisemedizin sowie eine Gelbfieberimpfstelle und Geriatrie haben wir als Schwerpunkte auf unseren Fahnen stehen. Wir haben 6 Tage die Woche geöffnet, von Montag bis Samstag, in der Regel 300 Tage im Jahr, weil wir immer wechselschichtig auch uns im Urlaub gegenseitig vertreten, sodass Sie als Patient immer jemanden hier erreichen können sollten bei uns. Wir haben seit Corona eine reine Terminsprechstunde. Das heißt, für Sie hat es den Vorteil, dass wenn Sie hierher kommen, Sie mit relativ wenig Mitpatienten in Kontakt kommen. Und unser Schwerpunkt der Arbeit ist, dass wir mit den Patienten gemeinsam in einem eingehenden Gespräch und auch mit einer ganzheitlichen Untersuchung körperlich herausfinden, woher kommen Ihre Beschwerden, wie kann man sie quasi ursächlich behandeln, kann sie abstellen, sodass man dann letzten Endes auf den unreflektierten Einsatz von Ibuprofen für alles nach Möglichkeit und Maßgabe weitestgehend verzichtet und ganzheitliche und auch mit dem Patienten gemeinsam getragene Therapiekonzepte fördert. Das halten wir in unserem Team als besonders nachhaltig und gut für Sie. Und es ist uns auch wichtig, dass Sie hier immer auf die vertrauten Gesichter treffen, die teilweise seit 1986 in der Praxis arbeiten. Wo liegt die Praxis? Die Praxis liegt hier in Winterburg, das ist eine gute halbe Stunde von Mainz entfernt, im Südwesten von Deutschland. Wie können Sie bei uns einen Termin anfragen? Das können Sie gerne telefonisch machen oder per E-Mail. Und wir behandeln sowohl gesetzlich versicherte Patienten als auch Privatpatienten und auch Selbstzahler. Sind alle herzlich willkommen in jedem Alter und zu jedem Problem. Das ist eben das Schöne an der Allgemeinmedizin, dass wir quasi das gesamte Spektrum abdenken und uns auf Ihren Besuch freuen. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao.